Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen. Ja, und wie ich finde, ist es wieder mal richtig schön geworden. Ja, einfach aus dem Bauch heraus gemalt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen und über einen Daumen hoch, ein Abo oder einen netten Kommentar von euch würde ich mich ganz sehr freuen. Alles klar, auf los geht's los! Ich habe wieder einen Rahmen geklebt und schon beginne ich mit dem Farbauftrag. Alles, was mir einfach gefällt, das hier sieht jetzt fast wie rot aus, ist aber eigentlich ein Braunton mit viel Rotanteil. Und darum lege ich dann die ganzen anderen Farben. Alles, was mir wieder mal so in den Pinsel fließt und was mir einfach nur gefällt. Und lasse das miteinander reagieren. Jetzt kann ich mit dem Ausarbeiten beginnen. Also die Farben sind auch wirklich ganz, ganz trocken. Und hier habe ich den 06er schwarzen Feinliner. Und mit dem male ich einfach jetzt mir Muster. Ja, und diesmal werden es Blätter. Ich nutze hier auch die hellen Stellen im Bild oder in der Farbe, um später auch so eine Art Licht reinzubringen. Den Hintergrund fülle ich nun mit verschiedenen Blasen, verschiedenen großen Blasen. Und durch das, weil die eben verschieden groß sind, wird es lebendig und beweglicher einfach das Bild. Weil die Blasen und alles sehr dunkel ist, nehme ich den weißen Gelstift und mache innen noch einen weißen Kringel und so wird das ganze Bild wieder heller.
Mit dem grünen Gelstift betone ich jetzt die großen Blätter, indem ich sie einfach innen nochmal umrande. Also neben dem schwarzen Stift umrande ich diese noch. Die kleinen Blätter werden noch etwas mit einem Goldgelstift betont und dann ein paar Striche mit dem silbernen gemacht. Das sieht man am besten im Anhang, wo ihr wirklich die Details richtig gut sehen könnt. Und nun wie immer ein paar Details für euch. Viel Spaß beim Ansehen!